Ich hatte einen Bandscheibenvorfall, hatte leichte Ausstrahlung in meine Pobacke und deswegen, ich hatte halt so viel Schmerzen. Ich habe die ganze Zeit auch mit Schmerztabletten gespielt, muss ich zugeben, und das ist ja nicht gesund. Und Habe einen Bandscheibenvorfall auf der linken Seite, der im November festgestellt worden ist. Also ich habe Probleme im Schulter-, Halsbereich und das schon jahrelang. Und auch ISG-Gelenk quält mich immer wieder. Auf jeden Fall mit Haltungsschäden, weil ich meistens nur ein Bein belaste und meistens in der gebückten Stellung hier so bin. Dann habe ich mir das angeguckt, das war ja hier so ein Vortrag, und habe gedacht, das probierst du mal. Ja, ich mache jetzt das Erhaltungsprogramm, schon fast ein Jahr, glaube ich. Also Sie sind fast weg, jetzt schon. Die Haltung hat sich sehr verändert, ja. Ich gehe wesentlich aufrechter und dadurch werden die Schmerzen halt, denke ich, auch besser. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Also die Beschwerden kommen immer mal wieder, aber immer, wenn ich die Übungen gemacht habe, merke ich danach eine deutliche Besserung. Es wird ja auch immer vorher das Befinden abgefragt und bei mir ist es immer unverändert gut. Ich muss sagen, keine Probleme, auch wenn ich weiter Belastung fahre jetzt im Verein. Auch ab und zu stehe ich auch noch mal im Tor und es sind keine Probleme. Und deswegen, solange ich keine Probleme habe, werde ich immer wieder weitermachen und das passt.